Gäste, jetzt komme ich zu einem absoluten Höhepunkt heute Abend. Ich würde gerne, dass vielleicht auch die, die das Buffet so klasse finden, was uns natürlich sehr, sehr freut, aber vielleicht noch einmal den Weg hier zu uns finden, weil wir haben hier heute Abend doch noch ein Highlight. Gestatten Sie mir eine ganz kleine Geschichte zu dem, was wir jetzt tun wollen. Ich begrüße erst einmal ganz, ganz herzlich zwei Damen, die mir ganz, ganz wichtig sind hier heute Abend. Das ist einmal die beliebte, sympathische Schauspielerin Jutta Speidel. Herzlich willkommen, bitteschön. Und ja. Und Frau Renate Heidinger, ganz, ganz wichtig hier heute Abend auch, herzlich willkommen. Was diese beiden Damen miteinander verbindet, ist ein riesen soziales Engagement, liebe Gäste. Also ich muss sagen, ich bin wirklich zutiefst beeindruckt. Ich bin bestimmt kein fauler Mensch, aber so eine Energie habe ich nicht. Verneige ich mich vor beiden, als ich das im Internet recherchiert habe und ich kenne ja nun auch ihren anderen Alltag, ihren Arbeitsalltag, habe ich gedacht, wow, der Tag muss einfach mehr Stunden haben für Jutta Speidel und Renate Heidinger, als es für normale Menschen. Frau Waltraud-Kufner hat in den vergangenen Jahren immer wieder ganz im Geheimen viel, viel Soziales getan und gespendet. Ich als Ihre PR-Frau habe gesagt, tue Gutes und sprich darüber. Das ist der Grundsatz eines jeden PR-Fachmannes oder Fachfrau. Und somit tun wir das auch hier heute, das sei uns gestattet. Sie sagte, sie möchte heute und hier etwas zurückgeben. Und das finde ich ganz toll. Das hat sie wirklich gesagt. An diesem Tag möchten wir etwas zurückgeben. Und dann ging die Suche los. An wen? Es gibt so viele Vereine, die es wert sind. Aber wir mussten uns entscheiden und wir konnten uns nicht für einen entscheiden. Wir haben gesagt, die Gesundheit und unsere Kinder. Das ist das, was wichtig ist im Leben. Und deswegen haben wir hier stehen einmal Renate Heidinger von Brustkrebs Deutschland e.V. Ist ein Riesenapplaus wert, was diese Frau in kurzer Zeit geschaffen hat. Sie wird Ihnen in Ihren Worten, das kann sie viel besser als ich, etwas erzählen. Ich kann sie eigentlich immer nur zitieren mit, und das finde ich so wunderbar, der Krebs hat in meinem Leben nichts mehr zu suchen, hat sie gesagt. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass sie das sagen kann und hier heute steht. Genauso toll finde ich, was Jutta Speidel sagt, Kinder sind unsere Zukunft und da können wir alle nur zustimmen, das ist so. Und deswegen haben wir halt gesagt, beide sind es wert und beide werden hier heute Abend unterstützt von der Firma Longtime Liner. Aber ich möchte jetzt gerne einfach das Wort an die beiden Damen übergeben. Fangen wir einfach mit dem ABC an, dann ist die Frau Heidinger dran. Sie ist schon, sie will das nicht, aber sie muss jetzt da durch. Frau Heidinger, bitteschön. Ja, also vielen Dank für die Einladung heute Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie Ihre Feier für 25 Jahre Longtime Limer dafür genutzt haben, uns mit einzuladen. Ja, genau, näher ran. Und es ist ja so, dass wir als Brustkrebsverein nach meiner eigenen Erkrankung gegründet, als Organisation sehr viel machen, auf der einen Seite für Prävention und Früherkennung, auf Frauen darauf hinweisen. Frauen, die erkrankt sind, ihre Männer, ihre Familien, aber auch vor allem ihre Kinder nicht alleine lassen und auch unabhängige Forschung unterstützen. Wir haben ein tolles Team, was an dem Tisch da drüben steht, wo ohne das und ohne die ehrenamtliche Arbeit wäre das alles gar nicht möglich. Wir verschicken bundesweit Materialien, wir machen Interviews mit Experten, die auf der Website zu sehen sind. Und es ist super schön, dass wir heute Abend hier unterstützt werden in unserer Arbeit, damit wir noch mehr Frauen und ihren Familien können und auch noch mehr für Früherkennung und Prävention von Brustkrebs tun können, damit Brustkrebs eines Tages eine chronische Krankheit wird und keine Frau mehr daran sterben muss. Dankeschön. Bravo.
Wie macht man das üblicherweise? Wird der Scheck jetzt einzeln oder wie machen wir das? Jetzt geben Sie den Scheck, bitte. Jetzt geben wir. Dankeschön, Frau Speidel. Dann würde ich das, ja, das füllt Frau Kufner aus. Ich habe mir nämlich erklären lassen von Ihren Damen, dass man das so macht, dass das vor aller Augen ausgefüllt wird. Hier, schau mal. Du brauchst nur eine Summe einzutragen, weil es ist nur zum Foto. Den richtigen gibt's dann hinterher. Vielleicht können wir das, ja. Oh je, jetzt fallen alle Reden auf die Erde. Mach du, das ist dein... Ja. So, und jetzt können wir den Scheck einfach mal hochhalten und symbolisch an Frau Heidiger übergeben, die den dann auch einlösen wird, ja? Also ich freue mich wirklich, dass Sie beide da sind und ich freue mich wirklich, Frau Heidiger, dass ich was Gutes tun kann. Wir haben so viel Glück und so viel geschäftliches Glück, privates Glück. Wir sind gesund, wir verkörpern, wie soll ich sagen, Lebensfreude. Wir haben immer gute Gedanken und das muss man irgendwie entlohnen. Und ich freue mich richtig, dass ich es machen darf. Gerne. Ja, ja. Da bin ich ganz sicher und ich bin auch sicher, dass diese Kooperation hier heute für beide Vereine, mit beiden Vereinen, der Beginn ist. Das haben wir eben schon besprochen. Es gibt so viele Schnittstellen und so viele Dinge, die wir gemeinsam tun können und wir sollten es tun. Wir sollten nicht immer nur drüber reden, sondern einfach machen. Damit übergebe ich jetzt gerne das Wort an Jutta Speidel. Herzlich willkommen nochmal. Erst einmal einen herzlichen guten Abend. Ich freue mich sehr, sehr, liebe Frau Kufner. Wir haben uns schon mal kennengelernt, dass Sie mich heute einladen. Horizont, meine beiden Mitarbeiterinnen. Ich konnte leider... Ja, ich konnte leider nicht mit meinem 25-köpfigen Team hier anmarschieren, weil dann wäre der Saal noch voller geworden. In Vertretung sind also meine beiden wunderbaren Mitarbeiterinnen aus dem Büro, aus dem Rindermarkt. Und... wir haben von Ihnen heute oder wir bekommen von Ihnen heute unser erstes Geburtstagsgeschenk. Wissen Sie das? Ach, toll. Ja. Das ist doch ganz toll. Ich bin 15 Jahre geworden. Super. Nein, Horizont ist 15 Jahre geworden. Wir hatten, also wenn man es so nimmt, ist eigentlich der 25. Mai, der Gründungstag 1997. Aber gegründet, sagen wir mal, so angefangen hat es und dann eine Satzung schreiben war bereits Januar, Februar, aber am 25. Mai, also fast 15 Jahre, sind wir dann schon richtig in der Pubertät, auf dem Weg, erwachsen zu werden und ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, denn wir haben in diesen 15 Jahren so vielen obdachlosen Kindern und Müttern helfen können. Ich weiß gar nicht, welche Zahl, aber es geht in die Tausende. Wir haben weitaus über Tausende von Frauen und ich weiß nicht, 5000 Kinder in diesen 15 Jahren betreut und vor allen Dingen nicht nur betreut, weil Horizont hat ja ein Konzept, ein Betreuungskonzept, was dahingehend sein soll, dass diese Mütter und Kinder, die uns verlassen nach anderthalb oder zwei Jahren, wirklich eine Chance haben, in diesem Leben richtig wieder aktiv zu sein, ihre Traumata hinter sich gelassen haben, gewisse Formen von, ich möchte jetzt nicht Therapie sagen, aber doch Betreuung hinter sich haben, viele unwegsame Dinge aus ihrem Leben geschafft haben mit unserer Hilfe, ob das jetzt eine Scheidung ist, eine Trennung von einem Mann und ob es vor allen Dingen auch wieder ein Job ist für die Mutter. Eine unabhängige Wohnung zu haben, sich selber ernähren zu können, das ist der Traum von jedem. Und dass die Kinder ein geregeltes Schulleben oder Kindergartenleben haben, einen Freundeskreis haben können, ein normales Kinderleben haben können, das ist das, wofür Horizont arbeitet und wofür wir den Kindern auch die Chance geben wollen. Und deswegen Ihr Geld, was Sie mir heute geben, Ihr Geburtstagsgeschenk an uns. Das wird sinnvoll eingerichtet, eingebracht, davon können Sie ausgehen.
Wir haben auch eine kleine Vision oder eine große Vision. Wir möchten uns erweitern und hoffen, dass wir in diesem Jahr vielleicht noch ein Grundstück erwerben können und in Zukunft nochmal ein Haus bauen, allerdings mit einer Fortführung. Wie das dann aussehen wird, das erzähle ich Ihnen das nächste Mal. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ganz toll, Frau Speidel. Herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin. Ganz tolles Engagement für Horizont. Ganz, ganz toll. Und ich überreiche Ihnen einen kleinen Scheck. Mache ich sehr gerne. So. Ich überreiche einen Scheck über 10.000 Euro und zwar wirklich mit Freuden. So. Alles Gute, alles Gute, viel Erfolg. Danke für das Beitrag. Also alles Gute an die Organisation Horizont. Ich finde, es ist eine ganz tolle Einrichtung. Wie geht es uns wohl gut und wie geht es manchen wohl schlecht? Und dazu soll man doch ein bisschen beitragen, dass die Zeit für diese Leute wirklich besser sind. Dankeschön. Und jetzt sollte eigentlich an dieser Stelle eine kleine Ansprache des Stadtrats dieser schönen Stadt München kommen. Ich wurde heute Nachmittag angerufen, dass es leider nicht klappt und man das schriftlich nachholt. Ich schätze, und das gestatten Sie mir, den Herren aus dem Rathaus war das jetzt zu spät an einem Freitag. Okay, dann machen wir einfach ein bisschen Musik. Das muss gestattet sein. Ich denke, es wäre es allemal wert gewesen, einem Unternehmen für 25 Jahre Treue mit Standort in Deutschland zu gratulieren. Das ist meine Meinung. Und wir tun das hiermit. Dankeschön. Es wäre ganz schlimm, wenn ich vergessen hätte, dass ich meine liebe Hanne, Frau von Skrabbeck, vergesse zu loben und ihr ganz großes Kompliment aussprechen. Sie hat das Ganze organisiert. Wirklich mit Herzblut und mit viel Engagement. Es ist nicht leicht, sowas in die Wege zu leiten und dass es dann auch gelingt. Und ganz toll hast du es gemacht, Hanni. Dankeschön. Danke, aber es ist wahr, es ist immer viel Arbeit, aber der Dank gebührt natürlich überhaupt nicht mir alleine. Alle, die wir hier daran beteiligt waren. Trotzdem sage ich Danke, weil ich stehe hier oben. Danke.